Hallo und willkommen zu einem weiteren Age of Empires 2 Video. Wir machen weiter mit der Reihe von Fletching zu Botkin und befinden uns weiterhin im Bereich 1100 Elo bis 1200 Elo. Und hier haben wir den guten Kernos gerade mit 1163 1 gegen 1 Elo am Start. Und wir werden heute mal auf Goldgrube spielen. Ich habe jetzt, glaube ich, dreimal hintereinander wieder Arabien gemacht. Arabien sollte natürlich auch aus guten Gründen die Mehrheit der Karten stellen, einfach weil die am häufigsten vorkommt. Aber ab und zu will man auch was anderes haben. Goldgrube spielt sich nicht groß anders als Arabien, zumindest nicht so wie ich das jetzt machen werde, weil ich ja weiterhin auf diesen Karten nur Bogenschützen oder Scouts eröffne. Aber ich will ein bisschen Variabilität reinbringen, weil Goldgrube hat natürlich nochmal einen zusätzlichen Faktor. Wo haben wir es denn hier? Jetzt will er mal wieder das Fenster nicht kennen. Jetzt. So, ich nehme das gerade direkt nach der vorigen Episode auf. Daher stehen hier noch die Kelten mit drin. Die habe ich jetzt aber auch schon ausgeschaltet. Jetzt schauen wir, welches Volk wir heute spielen. Maya, ui. Maya ist ein Ei. Schade. Dass ich jetzt spiele und nicht später. Maya, erstens ist mein Lieblingsvolk. Und zweitens auf der Karte extrem geil, wenn man Drush FC spielt. Aber ich werde nicht Drush FC spielen. Das machen wir auf diesem Niveau noch nicht. Wir werden einfach Bogenschützen spielen. Aber ja, ich freue mich immer über Maya. Ist mein Lieblingsvolk. Und schauen wir doch mal. Mit den Mayan werden wir auch direkt am Anfang natürlich den Webstuhl erforschen. Das ist Standard. Ansonsten gibt es dazu erstmal zur Build-Order nicht so viel zu sagen, außer dass die wahrscheinlich einen Dorfwohner mehr beinhalten wird als normalerweise. So, läuft meine Aufnahme richtig? Sieht gut aus. Ne, gucken wir doch mal, was er sich ausgesucht hat hier. Er spielt mit den Ungarn, da können wir wahrscheinlich Scouts erwarten. Oder auch Man-at-Arms. Es ist beides stark. Aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass er Dings eröffnen wird, mit Bogenschützen. Das habe ich zwar in der Reihe schon mal so gemacht, aber das war, weil ich so viele Bogenschützenvölker hintereinander bekommen hatte. Aber das ist eigentlich ganz gut. Da können wir mit dem Konzept des Pre-Wallen weitermachen. Und jetzt, wo wir quasi gegen ein Volk spielen, wo wir uns zu 99% sicher sein können, dass entweder Scouts oder Man-at-Arms kommen werden, oder vielleicht sogar ein Rush, ja, müssen wir gucken, wird sich auf jeden Fall anbieten, wieder die präventiven Mauern zu bauen. Wäre auf jeden Fall eine gute Maßnahme. Wobei jetzt gerade, wo ich auch diese Kante hier sehe, ich glaube, bei das Rush FC quasi das Meta war, das ist schon ein bisschen veraltet. Hier sehe ich gerade eine sehr gute Möglichkeit übrigens für mein Holz, das werdet ihr gleich in Action sehen. Ich werde einfach hier und da meine Holzverlager bauen und dann hier zumachen. Dann habe ich immer sich gar nicht groß mauern eigentlich mit den Pre-Walls. Gerade wenn die Bären hier so sind. Ich glaube ja, das ist, habe ich eine veraltete Meta gerade im Kopf quasi. So, also bei, so wie ich die Karte gerade sehe, würde ich eben nie im Leben Rush FC spielen. Maya hin oder her. Und die Wildschweine sind so weit weg, da hätte ich glaube ich auch. Ja? Obwohl, die sind da unten am Hügel. Da muss man auch nicht unbedingt Webstuhl haben, ehrlich gesagt, aber wir haben ihn so oder so schon, weil man mit den Maya ja mit einem Dorfwohner mehr startet und deshalb muss man, damit man diesen Bonus nicht verspielt, direkt am Anfang den Webstuhl erforschen. Und jetzt muss ich mir das ankaufen. Es könnte ein bisschen eng werden da drin, aber ja, das bietet sich schön an, finde ich. 100% optimal wird es wahrscheinlich nicht werden. Ah, aber ich habe da Bock drauf. Das machen wir. So, wir gehen die Gegner scouten, wir holen uns ein Wildschwein. Und danach möchten wir Häuser platzieren. Wo sind das denn mal? Ja, ich mache die direkt einfach hier an den Hügel dran quasi. Wunderbar. So, es ist relativ normal, dass wirklich parallel quasi zueinander die Spieler spawnen, aber man kann auch auf der Goldgrube einfach quasi diesem Rand hier folgen, von der Grube eben. Dann findet man den Gegner eigentlich immer relativ easy. So, hier ist er.
So, Maya, also normalerweise 22 Population ist ja Standard für, was ist mit dir? Für Bogenschützen Rush. Mit denen kann man aber auch 23 spielen, weil man ja effektiv ein Dorf oder quasi vorne ist. Aber wir gucken mal, ob wir hier schon irgendwas Man-at-Arms-artiges sehen. Hier wurden keine 10 Gold eingesammelt. Das ist immer, wenn man aufs Gold klickt, kann man mal gucken, ob das als Vorbereitung für den Rush vielleicht schon geschehen ist. Das ist hier nicht der Fall. Ich guck mal, ob, ob ich mit 22 durchkomme, aber 23 wäre quasi das Äquivalent des Standardbilds. Deshalb halt ich das auch mal im Hinterkopf. So, ja, ich glaube, das kommt eigentlich ganz gut hin. Es lädt natürlich, das Einzige, was hieran schlecht ist, ist, dass das einen Turm quasi einlädt, aber irgendwie, ich habe da irgendwie gerade Bock drauf. Deshalb machen wir das jetzt auch. Und wir machen noch 23, einfach um näher am Standard zu bleiben. Nach wie vor keine Kaserne von ihm. So, aber bei uns kommt jetzt die Kaserne. Und ich hier, oh, Leute. Ja, es ist doch ein bisschen eng geworden hier. Mach das mal so. So, auf Gold müssen wir noch. Ach, Leute. Hier kann ich den Scout fangen. Da ich den Webstuhl habe und er noch nicht in der nächsten Zeit ist, das kann er das quasi nicht kämpfen. Oh, die hat sich ausgemauert. Oder warte mal, ach, das ist der andere Dorf. Okay, alles klar. So. Gucken wir doch nochmal, was er so treibt. Mach mir auch noch ein Haus rein, damit ich das gleich nicht vergesse. Sieht nach Stall aus, ja? Alles klar. Wir müssen uns eigentlich nur auf das Gold konzentrieren und wir machen einfach mal einen Speerträger dazu. Das hier sollte ja relativ sicher sein. Das hier dürfte sehr sicher sein. Fehlt eigentlich nicht mehr viel zu unserem Glück quasi. Machen wir uns auch noch zu hier. Wie gesagt, ich glaube, ich stelle den Speerträger hier dazu und mache noch einen hier hin. Das hier können wir erstmal nicht effektiv abmauern gegen die Scouts, weil wir an das Gold heran müssen quasi. Und wir müssen mehr Dorfwunder dahin schicken. Und ja, das könnte hier eng werden. So. Ach, wir. Ja, gut, das wollen wir zwei Dorfbewohnern. So, wunderbar. So, ihr mauert hier hinten auch schon ganz gut. Hier offen? Nee. Ja, den Dorfbewohner verlieren wir, alles klar.
Den Schwerträger können wir noch wieder zuschicken. Kann sein, dass wir hier weiter Dorfbewohner verlieren, aber das ist dann auch nicht so schlimm. Angeschlagene Dorfbewohner schicke ich weg und schicke einen frischen quasi hin. Und wieso nicht mehr Schwerträger machen? Bietet sich doch an. Gucken wir mal, ob er hier irgendwo noch Lücken hat. So. Ja, das könnte hier eine interessante Variante sein. Ich habe den jetzt mit Patrouillieren nach vorne geschickt. Das Mauer mache ich dann gleich. Ich habe gerade nicht so die Eile. So, dann gucken wir jetzt mal hier drauf. Zu Hause müssten wir sicher sein. Auch eine Schießanlage. Ich möchte hier also defensiv dagegen halten quasi. Ja, mehr Speerträger dazu. Und stell die vielleicht auch nochmal defensiv dazu. Ja, die muss ich zurückziehen. Das kann ich hier auch zumachen. Ihr mauert er fleißig. Aber da komme ich auch durch, weil das hier noch steht. Ich habe übrigens mit meinen Fellern sehr geschlampt. Wie wär's denn, wenn ich... Ah gut, nee, wir bleiben mal dabei, wie wir sind. So. Ein bisschen auf das Mikro jetzt hier achten. Hier kann ich wieder viele Dorfbewohner bekommen. Ich zoome rein. Sagen seine Upgrades keine. Ich lasse ihn mal kurz hier stehen, damit wir uns zu Hause konzentrieren können. Sehr, sehr viel Holz, deshalb baue ich ihm. Oh. Und wie wäre es denn, wenn wir uns die Schuka holen? So. Nächste Truppe nach vorne patrouillieren. Und hier hat er jetzt seine ganze Wirtschaft hin verlagert. Ich weiß, dass ich gerade einen untätigen Dorfbewohner habe, aber ich glaube, dass ich mehr davon haben werde, wenn ich hier gegen kämpfe. Also machen wir hier dieses zur Seite laufen oder auch weglaufen, Mikro, ne? So, wir lassen es gut sein mit Mikro. Wir haben auch die Verstärkung schon hier auf dem Weg. Obwohl, ich gewinne hier, glaube ich, so. Sehr späte Ritterzeit. Ich habe in meiner Wirtschaft ein bisschen gepennt. Aber das Spiel ist wahrscheinlich schon entschieden. Ich glaube, er hat ziemlich viel verloren. Es wird eine sehr späte Ritterzeit von mir. Da habe ich wirklich mit meinen Feldern gepennt. Es lag wahrscheinlich daran, dass ich die hier an den Bären quasi vergessen hatte. Ob ich die dann hier? So. Wenn noch die nächsten zwei rauskommen, stehe ich die auch mal nach vorne.
keine Häuser gebaut. Ich noch mal hier rein. Ich bin gespannt, ob ich durch das Haus hier durchkomme. Ich platziere die hier mal da. Ihr greift hier die Palisade an. So, ja, eine sehr späte Ritterzeit. Das passiert aber natürlich mal. Und es wird nicht mehr so ausschlaggebend sein wahrscheinlich. Kann mir auch vorstellen, dass er aufgibt, wenn er in der nächsten Zeit ist. Ich glaube, ja, wir machen es mal wieder in einer ja, vorigen Folge auf jeden Fall, dass ich mal ein bisschen zurückhänge jetzt quasi. Oh, das fällt nicht machen sollen. Wir wollen ja Dorfzentren bauen. Jetzt, wenn wir die Kontrolle über die Karte haben, das ist auf der Karte halt extrem wichtig, dann bietet sich es eben auch an, Dorfzentren natürlich in der Mitte zu bauen direkt. Dann kann man sich das Gold halt schon sichern. Und mal so eins hier. Und sonst, ja, machen wir auf Holz hier. Und die können das hier so ein bisschen beschützen. Machen wir hier die Lücke zu. Ja, aber hier verliert er jetzt auch wieder sehr. Ja, ist es schon GG auf jeden Fall, ja. GG. Es hat wieder nicht ganz. Ja, es klappt immer nicht so 100%, wie ich mir jetzt mit dem Wallen gedacht habe. Ich habe, glaube ich, einen Dorfbewohner hier verloren, aber es ging bei dem Gold einfach auch nicht anders. Auch deshalb, weil ich da eben neue Leute hingeschickt habe. Die Speerträger haben es aber insgesamt sehr kosteneffektiv für mich gestaltet. Dass ich hier mit den mit der Wirtschaft ein bisschen gepennt habe, ist unglücklich. Aber diesmal habe ich ein bisschen mehr auch auf die Armee-Fokus gelegt und ihr habt ja gesehen, das war auch sehr effektiv. Wahrscheinlich habe ich ein bisschen übertrieben hier gegen die Plänkler. Da habe ich in der Vergangenheit eher schon mal einfach das Ganze ruhen lassen. Ja, gut, was wären jetzt die nächsten Schritte gewesen? Also wenn er jetzt nicht aufgibt oder wenn der Vorsprung nicht so groß ist, ein Dorfzentrum in der Mitte, wenn man die Kontrolle über die Karte hat, sehr, sehr gut. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm, erstmal zu Hause noch Dorfzentren zu bauen. Oh, wieder hier die Fluchtaktion. Hier wäre vielleicht besser gewesen, hätte ich noch ein Gold eingeschlossen. Aber ich würde sagen, nur ein Dorfzentrum erstmal in der Mitte und noch eins irgendwo am Holz, auf jeden Fall. Dann wäre eine gute Option gewesen, wieder mit Belagerungswaffen nach vorne zu gehen, dann auf jeden Fall auf dem Plateau oben die Waffenschmiede bauen, also zum Beispiel hier, weil da sein Gold ist, oder auch hier, weil da sein Stein ist. Dann kann ich hier von einer der beiden Seiten pushen quasi. Ich wäre wahrscheinlich weiter auf Amos-Schützen geblieben. Er scheint weiterhin Ritter gemacht zu haben oder machen zu wollen. Er ist hier auf doppelte Schießanlagen zur Verteidigung gegangen, da kann man nochmal drauf, oh, hier ist noch eine Lücke, drauf eingehen. Klar, es ist naheliegend und auch richtig, mit Plänklern gegen Bogenschützen zu verteidigen. Das habe ich in der Vergangenheit in dieser Reihe auch schon mal gemacht. Obwohl es, glaube ich, nicht so groß zum Einsatz gekommen ist. Ich habe es immer präventiv gemacht, sagen wir es mal so. Wenn man mit Scouts halt kommt quasi. Da ist es sehr wichtig, erstmal Plänkler produzieren schneller als Bogenschützen. Das heißt, man braucht nicht die zwei Schießanlagen, um gegen die zwei Schießanlagen des Bogenschützenspielers anzukommen. Da reicht eine. Und es ist ganz wichtig, dass man die Upgrades bekommt. Wow, okay. Also das war, glaube ich, bislang meine schlechteste Ritterzeit. Da habe ich wirklich, ich muss gleich nochmal genau gucken, was da passiert. Ich glaube, ja gut, ich weiß schon, was passiert ist. Ich habe einfach meine Felder nicht schnell genug gebaut und ein bisschen gepennt. Ja, aber dann tue ich so, als wäre das Absicht gewesen. Ich habe mich natürlich dem Niveau angepasst. Aber nein, Quatsch. Aber es ist, ja, es war keine gute Zeit. Und das hier war unnötig mit den Häusern. Hier war auch zu, das habe ich nicht gescoutet. Aber es passiert mal und wir haben gesehen, es hat trotzdem ganz gut geklappt, weil auch einer der Faktoren, warum es bei mir mit den Feldern so spät war alles, war natürlich, dass ich auf meine Bunkschützen in der Base geachtet habe und das hat mir natürlich mehr gebracht, als wenn ich die Wirtschaft super fokussiert hätte und hier meine Bunkschützen gar nichts gemacht hätten. Ich habe ihm ja, glaube ich, allein mit dem Angriff hier 5 Dorfbewohner getötet und er kam nie so mehr so richtig auf Holz. Ne? Er war hier und hier immer unter Druck. Und seine Plänkler konnten keine Upgrades bekommen, weil er auch wahrscheinlich kein Holz mehr hatte, um sich eine Schmiede zu holen. Auf jeden Fall, wenn man mit Plänklern verteidigt, Schmiede auch schneller zubauen, Befiederung machen. Wenn es nur wenige Bogenschütze vom Gegner ist, auch okay, das Defensiv-Upgrade stattdessen zu machen, die Bogenschützenpanzerung. Aber ohne Upgrades sind die gegen Bogenschützen nicht so gut. Also ich habe da im Micro wahrscheinlich auch nicht das Optimum rausgeholt. Das können wir auf dem Niveau wahrscheinlich aber auch so oder so noch nicht erwarten. Abgesehen, dass meine Bogenschützen gegen die Plänkler auch in relativ ähnlicher Anzahl, er hat ja zwei Schießanlagen gemacht, deshalb die Anzahl sehr hoch von ihm schnell, trotzdem angekommen sind. Also es war nicht der große Faktor,
der hätte sein können, wenn er seine Upgrades gehabt hätte. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen ins Replay. Es war jetzt eine vergleichsweise kurze Partie. Ich guck mal ganz kurz. 20-minütige Folge. Ja gut, dann gönnen wir uns nochmal gute Replay-Analyse hier. Also ein Scout Rush war gut insgesamt, würde ich sagen. Er war, glaube ich, irgendwie 10 Sekunden hinter mir. Beziehungsweise ich habe ja 23 Populationen letzten Endes gespielt. Das entspricht einer 22 Population von anderen Völkern, weil ich ja mit dem Bonus Dorfbewohner anfange. Seine Basis hat er auch gut gemauert an sich. Hier an der Seite war er halt noch offen, als meine Bogenschützen kamen. Ja. Eine große Überraschung wird das mit dem Bogenschützen für ihn an sich nicht gewesen sein. Na, schauen wir mal, was er so gesehen hat. Die beiden Häuser kamen relativ früh hier. Muss man nicht als Fehler sehen. Geschmackssache. Er hat sich auch den Webstuhl geholt. Dann hat er es vielleicht gemacht, quasi während er den Webstuhl geholt hatte. Dann will ich gar nichts gesagt haben. Ich mache jetzt auf dem Level halt, also gut, ich war jetzt Maya, deshalb habe ich es halt durch den Webstuhl gemacht, aber okay, also er hat auch die gleiche Population gespielt. Ich mache es auf dem Level jetzt hier nicht mehr mit dem Webstuhl, bevor ich anlocke. In diesem Spiel galt das nicht als Faktor, weil ich eben natürlich Maya bin. Genauso wie im Spiel mit den Chinesen. Aber das erste hier macht kein Fehler, also macht es ruhig weiter. Ich hätte es auch noch bis 1300 durchziehen können, das ist gar kein Problem. Ich glaube aber, ich kann auf diesem Niveau auf jeden Fall das schon so durchziehen, dass ich das halt nicht mache. Okay, er hat eine sehr, sehr klassische 22 Population Build Order gespielt. Die ist wirtschaftlich solider als die moderneren, in Anführungsstrichen, 21 oder 20 Populations Builds. Da kann er sich halt das Mauern ein bisschen besser leisten. Das hier war von mir. Also ich bin nach wie vor stolz auf diese Konstruktion hier, muss ich sagen. Ich glaube, es war nicht so 100% effizient. Also ich glaube, die haben sich, gerade die drei Kollegen hier oben, viel angerempelt dabei. Aber ich fand es insgesamt sehr lustig. Und da kam er dann natürlich überhaupt nicht rein mit seinen Dudes. Das wäre bei ihm hier auch möglich gewesen übrigens, aber hier einmal dazu machen und dann hier zwei Holzverlager rein, aber naja. So. Gucken wir mal. Er ist jetzt, was waren das? Ja, 10 Sekunden ungefähr wird es gewesen sein hinter mir. Direkt die Waffenspiel. Das Haus braucht er eigentlich noch nicht, er hat da schon genug Häuser, aber er hat ja das hier gebaut. Hier muss man auf jeden Fall gucken. Ah, macht er auch. Da sieht er eigentlich, dass das offen ist. Aber er mauert es nicht. Jetzt kommen die Scouts. Ich glaube, er hat ein oder zwei Dorfwohner getötet. Später hier. Und er hat alle Sperrträger getötet. Aber ja, die Sperrträger, die sind billig natürlich. Und ja, ich habe die ja quasi nur zum Schutz immer da dazugestellt. Und es hat auch relativ gut geklappt. Den Dorfwohner hier habe ich. Ja, das war ziemlich riskant, dass ich den hier alleine rausgestellt habe. Und das hat er auch gut bestraft. Also muss man ihm auch zugute halten, dass er da die Aufmerksamkeit hat und sieht so, hey, das ist der Dorfwohner, der alleine rumläuft. Auf den stürze ich mich und dann gucke ich erstmal, was ich sonst so machen kann. Vom Mauerstil übrigens wir beide sehr, sehr ähnlich, ne? Und das ist genau richtig für diese Karte, dass man hier so seine Gebäude, die man eh braucht, also Häuser und Militärgebäude, hier so vorne an die Klippe baut, in so einem Halbbogen, um das zu mauern und den Rest kann man mit Palisaden machen. Aber hier mit Palisaden sollte man sich nicht 100% drauf verlassen. Ich habe das, glaube ich, stückweise aber auch gemacht. Das sind halt dann Schwachpunkte hier. Bei ihm waren die Bären hinten. Das ist sehr glücklich gelaufen für ihn oder besser gelaufen als bei mir natürlich. Aber wir haben gesehen, mit genügend Mauern läuft das auch. Auch beim Gold, also bei Goldrausch oder Goldgrube sind halt diese kleinen Golds nur in der eigenen Basis. Da ist es sehr schwer, das effektiv abzubauen. Game at Arms hätte ich da schon irgendwie was mauern müssen. Da hätte ich wahrscheinlich hier zum Dorfzentrum gemauert, damit er hier durch müsste. Bei Ungarn übrigens auch der Bonus, dass die das Offensiv-Upgrade für Infanterie und Kavallerie sofort erhalten, sobald sie in der nächsten Zeit sind. Dadurch sowohl der Man-at-Arms-Rush als auch der Scout-Rush sehr stark. Aber da die allgemein sehr starke Kavallerie haben, ist der Scout-Rush ein bisschen verbreiteter. Was kommt er hier hin? Kriegt er, ich weiß gar nicht mehr, kriegt einen Dorfmann hat er zumindest, man sieht auch, dass die echt, also es macht echt großen Unterschied aus, dieser Plus-1-Angriff. 6 statt 5 Angriff, das macht einiges aus. So, er müsste jeden Moment. Jetzt sieht er hier die Schießanlagen. Er weiß auch schon, ich habe Bogenschützen. Jetzt bekommt ihr gleich die Schießanlage dazu. Er hat zu viel auf Holz auf jeden Fall. Obwohl, das sind die Leute, die er hier. Ne, das nehme ich zurück.
sind die, die er temporär dahin schickt, um Felder zu bauen. Aber auch bei ihm ein ähnliches Problem wie bei mir, wir schon mal zum Vergleich. Zu viel Holz, da wird einfach nicht konsequent ausgegeben gerade, von beiden Seiten. Hätte ich hier schon mal vielleicht ein, zwei von Bären wegnehmen sollen, um da Felder zu bauen. Das haben wir beide nicht gut gemacht, ich hier gerade bei 11 Feldern, er bei 14. Obwohl, ne, wir müssen minus 4 rechnen oder bei ihm minus 3. Also er bei 11 Feldern und ich war bei 7. So, jetzt kommt hier bei ihm die Waffenschmiede. Er hat die Scout-Produktion auch eingestellt. Finde ich auch nicht schlecht. Er ist jetzt bei insgesamt 5, die er gemacht hat. Den Staatsgott hat er ja verloren. Ist eine gute Zahl, auf jeden Fall. Vor allem, wenn er sieht, dass ich relativ gemauert bin und das hier für ihn erstmal nicht zu erreichen ist. Dann die Priorität hier auf die Plänkler zu legen, finde ich absolut richtig. Nur fehlt halt leider die Schmiede. Da vielleicht ein, zwei Häuser weniger bauen. Es hat wir gleichzeitig den Angriff. Das ist natürlich für beide Seiten sehr stressig. Auch gegen die Speerträger sind diese... der ist weggelaufen, weil er auf Defensiv stand, ne? Sind diese Speer insgesamt effektiver, weil die mehr Angriff haben? Aber kosteneffektiv war das für mich trotzdem besser natürlich. Und an der Stelle muss ich dann meine Dorfwohner zurückziehen. Verliere ich ein oder zwei, ist jetzt die Frage. Den hier verliere ich, oder? Ja, dann war es nur einer immerhin. Das ist sehr gut für mich. Und jetzt war er hier beschäftigt, deshalb hat er sich hier drauf nicht groß konzentriert. Aber es war bei uns beiden so. Wir haben beide recht uns aus dem Konzept bringen lassen an der Stelle. Im Übrigen... Er hat, glaube ich, auch nur den einen Dorfwohner verloren hier. Das heißt, wir beide sind jetzt gleich auf. Es spricht auch für seine Dorfwohnerproduktion oder vielleicht auch gegen meine, dass er immer Schritt hält. Das Problem für ihn ist jetzt, dass ich 16 Militär habe und er 2. Bei mir ist noch ein, zwei Speerträger mit drin, aber es ist für ihn jetzt sehr schwierig, dagegen noch anzukommen. Da hätte er vielleicht noch so lange Scouts auch nachmachen können. Also jetzt, er hätte jetzt gerade verloren. Wenn er die noch hätte, dann wäre die Situation nicht so tragisch, aber er hat sie gerade verloren, er hat sie geopfert. Zurücklaufen wäre auch noch eine Option gewesen. Also ich habe eben ja gesagt, und dazu stehe ich, dabei bleibe ich auch, dass das mit der Schießanlage und Scout-Produktion einstellen kein Fehler ist, sondern eigentlich korrekt. Aber wenn er sich nicht verteidigen kann, also wenn er weder gemauert ist, noch seine Armee in der Nähe von zu Hause hat, dann ist es schwierig, wenn er so wenig Militär hat und dann eben die hier opfert. Also die Entscheidung, die er dann hat, also wenn er sieht, hier kommen die Bogenschützen rein und er hat noch nicht genug Plänkler, sind folgende. Also erstmal, er kann zum Dorfzentrum mauern, also hier die Mauer vielleicht machen, dann muss ich hier durchlaufen oder erstmal noch durch die Palisaden hier durch und das kauft ein bisschen Zeit. Ist ein bisschen advanced vielleicht, aber es wäre eine Option. Zweite wäre, zu dem Zeitpunkt, also er ist glaube ich mit seinen 5 Scouts ungefähr hier, als ich mit meinem Bogenschützen hier aufschlage und wir können anhand der Speerträger, ich weiß nicht, ob er das dann im Blick hatte, davon ausgehen, dass er den Kampf hier nicht gewinnen kann. Also er wird wahrscheinlich seine Scouts an dieser Stelle verlieren. Die Frage war nur, gegen wie viele Dorfbewohner und wie viele potenzielle Bogenschützen tauscht er seine Speer an der Stelle. Die Armee wird er hier erstmal nicht loswerden. Die Armee wird auf jeden Fall bleiben. Von daher ist es jetzt vielleicht auch ein bisschen fortgeschritten, aber da an der Stelle muss er sich fragen, würde es sich für ihn lohnen, hier zu kämpfen? Er weiß, dass er mir hier nicht schadet. Also es ist der einzige Punkt in meiner Wirtschaft, wo ich Schaden fressen kann aktuell. Und den werde ich auch gut verteidigen natürlich. Wenn er hat hier ein, zwei Speer verloren gegen die Speerträger und da kann er sich schon überlegen, vielleicht laufe ich jetzt einfach zurück und versuche in der Defensive das zu machen. Das wäre eine Option gewesen auf jeden Fall. Dann, er hätte auch weiter Scouts machen können. Denn ja zusammen mit dem Plänklern zum Beispiel, das hatten wir vor 2 Folgen, glaube ich, in der letzten Folge von 1000 bis 1100 Elo, da hat der Gegenspieler sowohl Scouts als auch Plänkler gemacht gegen meine Bogenschützen. Und das hat insofern ein bisschen besser funktioniert, weil natürlich die Scouts quasi den Puffer gegeben haben, also die Bogenschützen mussten sich auf die Scouts konzentrieren und hatten die Plänkler ein bisschen mehr Freiheiten von hinten drauf zu schießen. Das geht auch, es ist nicht optimal. Was ist halt wirklich, das hier hätte auf jeden Fall die Schmiede sein müssen, um hier Upgrades zu kriegen. Ich glaube, wenn er Upgrades auf seinen Plänklern hat, dann kann er das noch einigermaßen bereinigen. Aber sobald alle, also meine Bogenschützenmasse ist mehr oder weniger das Problem, weil er halt seine Armee abgetauscht hat und meine noch auf dem Feld ist. 2 zu 16 Militär, effektiv dann vielleicht von mir 13 oder 14, wenn die alle zusammen sind und hier in der Basis stehen, 10 werden es sein, ne? 9. Also 10 Militär wegen des Scouts. Das so meine Gedanken dazu. Ich glaube, dass er an der Stelle das Spiel verliert. Weil er hier vom Holz weg muss und das Holz hier bald auch verliert. Und seine Dorfbruderproduktion in dem Stress auch eingestellt hat, leider. So, und das ist natürlich sehr ambitioniert, das alles zu mauern, weil, das Haus muss ich nur einmal draufschießen. Jetzt macht er wieder Dorfbruder. Den Scout hätte ich auch noch besser benutzen können, da hätte ich die Plänkler mit abschießen können. 1, 2, 3, 4,
5. Na, ah, das tut weh. Jetzt möchte ich noch einmal auf mich zu sprechen kommen. Denn während ich mir hier den Ast Micro, passiert das hier. Ich habe 640 Holz. Das ist schlecht. Das hätten, die hier hätten nochmal 4 Felder haben sollen. Die hier hätten mindestens, na gut, der baut jetzt eins. Da hätten auf jeden Fall schon mehr Felder da sein müssen. Um das zu kompensieren, hätte ich auch welche von Holz abziehen und schnell noch Felder bauen können. Oder eben den Marktplatz früher bauen können. Aber ich habe eben meine Aufmerksamkeit auf der Armee gehabt. Das ist auch in Ordnung, aber es ist trotzdem ein Fehler. Also ich möchte das, also ist es, habe ich auch auf vorigen Elos halt schon so gemacht und das werde ich auch noch eine Weile tun. Wenn es mit der Armee wichtige Dinge zu tun gibt, dann konzentriere ich mich auch darauf und mache auch dann das entsprechende Micro oder die entsprechenden defensiven Bewegungen, sage ich mal, mit meiner Armee an der Front. Aber da muss man sich auch bewusst, also das ist viel zu viel. 640 Holz ist ein grober Schnitzer auf jeden Fall von mir. Und das hätte ich auf jeden Fall, also wenn, sobald ich hier einigermaßen ein Päuschen habe, ich hätte auch, das habe ich auch früher schon in den frühen Episoden gemacht, die haben immer irgendwo parken, also die auf Position halten stellen, vielleicht mal hier hinstellen, dann weiß ich, denen passiert erstmal nichts, dann dieses Desaster hier aufräumen, dann kann ich mich wieder darum kümmern, weil jetzt, also jetzt um den Dreh hätte ich eigentlich schon nächste Zeit klicken müssen, mir fehlen noch knapp 400 Nahrung dafür. Also Marktplatz früher wäre auch noch eine Option gewesen, Leute von Holz abziehen, um schnell viele Felder zu bekommen, da kann man die später immer noch wieder auffüllen. Das wären so die Schritte gewesen, die hier fehlen. Die kommen bei mir aber nicht. Das möchte ich nochmal betonen. Das war kein gutes Spiel von mir in dieser Hinsicht. So. Bei mir ist jetzt hier so ein bisschen Land unter. Er hat halt kein Holz wirklich. Und in die nächste Zeit kommen wird er auch nicht, weil er nicht ans Gold kommt. Hier hat er gut aufgepasst. Oder hatte der Leute drin? Ja. Ja, so. Also, was ich angesprochen hatte, einfach in Bewegung bleiben, hin und her laufen, vorne zurück. Damit kann man ein bisschen dem Pfeilen auch ausweichen. Einfach, er hat das genauso gemacht wie ich. Also wir sehen hier auch nochmal in Action, dass es nicht utopisch ist für mich, diese Art Micro zu verwenden. Das haben wir auch schon im vorigen Elo-Bereich von meinen Gegenspielern sehr gut gesehen. Ja, und er hat sich insgesamt hier sehr aus dem Konzept bringen lassen, aber er hat halt kein Holz mehr. Also für ihn gibt es sehr wenige Optionen, hier aktuell noch zurückzukommen. Deshalb klar, das Spiel ist vorbei an der Stelle. Muss man, glaube ich, nicht mehr so groß drauf eingehen. Was hätte er machen können, um das Desaster zu verhindern? Also, oder ja. Ja, ich will sie, also es klingt, dann klingt es zu sehr, als würde ich den Zeigefinger irgendwie auf ihn zeigen und sagen, hey, das war scheiße. War es nicht. Er hat halt Armee getauscht hier und dann nicht so viel rausbekommen. Das war nicht so gut. Und bei den Plänklern muss er halt das Upgrade auf jeden Fall haben. Mindestens das eine. Bestenfalls beide. Und eventuell wäre auch noch ein Turm für ihn eine Option gewesen. Also zumindest an einen beiden Holz-Spots unter Umständen hier dann. Dann kann das Gold noch schützen. Aber als ich hier durchgebrochen bin, ist natürlich das hier in Gefahr. Da weiß er, das bringt nichts mehr. Dann hätte er vielleicht an diesem Holz zumindest noch oder hier in der Nähe einen defensiven Turm setzen können. Defensive Türme sind auf jeden Fall noch ein unterschätztes Mittel. Damit kann man sich aus solchen Situationen auch ein bisschen retten, wenn man das Militär gerade nicht hat. Das wäre noch eine Option gewesen. Aber ansonsten, ja, er hat, also das Entscheidende war im Prinzip, dass er hier Armee verloren und da nicht richtig viel rausbekommen hat und ich mit dieser Armee relativ stressfrei hier durch seine Basis laufen konnte. Da hat natürlich geholfen, dass er auch nicht komplett zugemauert war. Das war auch noch ein Faktor. Ich war zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht zugemauert, aber ich hatte andere defensive Mechanismen quasi bereits platziert. Eben meine Pikiniere, meine Speerträger, meine ich. Und meine anderen Ressourcen waren eingemauert. Ja, das ist so meine Meinung dazu. Guck nochmal auf diese grauenhafte Ritterzeit hier. Ja. Seine Verteidigung war auch nicht optimal. Meine war es auch nicht. Ich habe hier, ich nehme mal kurz durch. 13 Sekunden rein rechnerisch vergeudet zum Optimalzeitpunkt und er Mathematik 27 Sekunden. Bei ihm also fast ein Dorf, nee, mehr als ein Dorfwohner in Aktivität in der Vorteilzeit, in der Dunkelzeit. Er hat aber insgesamt ganz gut mitgehalten. Also gut, ich bin jetzt, ja, nee, das ist, ich habe die Schubkarre gemacht und die Ritterzeit erforscht. Das kostet auch einiges an Dorfzentrumszeit. Von daher, ja, er war insgesamt weiter hinterher, als das hier suggeriert und das ist seine Höchstzahl natürlich auch. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und auch einiges beibringen können. Und wir machen dann irgendwann natürlich weiter mit der nächsten Folge. Bis dann.